Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us. Wir waren beim letzten Mal stehen geblieben, immer noch auf der University von Eastern Colorado und suchen das Labor der Fireflies, was wir jetzt bisher immer noch nicht gefunden haben. Allerdings verdichten sich die Spuren, dass wir nicht mehr so weit entfernt sein können. Und ich hoffe, dass wir jetzt das demnächst mal finden werden. Dann schauen wir uns erstmal hier ein wenig weiter um. Da geht es auf jeden Fall weiter. Hier ist vermutlich nicht besonders viel. Wir gucken mal eben. Du musst einmal kurz warten, Callis. Ich muss mir den Rest hier angucken. Da ist nichts. Oder? Nope. Was haben wir hier? So ein Gedenkstein oder sowas. Da steht irgendwas Universitätsspezifisches drauf. Rutsch mal. Genau, rutsch mal. So. Dann wollen wir einmal hier rüber. Das könnte doch ein Spiegel sein. Oder? Ein bisschen schwer zu sagen. Keine Wache. Kein gar nichts. Ja, langsam sollten wir jemanden treffen. Gehen wir rein. Es ist schon ein wenig merkwürdig. Kann man nicht anders sagen. Sehen wir uns etwas genauer um. Eventuell finden wir ja doch noch jemanden. Können wir da was auf unsere Machete? Ne, können wir nicht. Wir haben auch ansonsten alles gecraftet. Warst du an so einer Schule? An der Universität? Hier. Nein, zumindest nicht als Student. Wie kommt's? Ja, als Sarah kam, war ich noch sehr jung. Oh. Warst du verheiratet? Eine Weile. Was ist passiert? Okay. Zu viel? Zu viel. Puh. Also es ist erstaunlich, dass er überhaupt Sarahs Namen erwähnt hat. Denn bisher hat er bei allen emotionalen Themen ja wirklich immer abgeblockt. Wenn es zum Beispiel darum ging, dass Tess gestorben war. Oder wenn es darum geht, dass Sam etwas passiert ist. Hat er immer abgeblockt. Und so auch beispielsweise bei Tommy. Als er von ihm das Foto von Sarah kriegen sollte, da hat er auch abgeblockt. Und jetzt hat er den Namen Sarah Ellie gegenüber erwähnt und das spricht schon eine ziemlich deutliche Sprache, meiner Meinung nach. Also, wo immer es geht, versucht Joel halt, ja, emotional verschlossen zu sein. Aber so langsam scheint er sich wenigstens Ellie gegenüber zu öffnen. So. Haben wir hier vielleicht noch irgendetwas? Hier versteckt? Nein. Denn dieser Busch scheint irgendwie aus Beton zu sein. Denn das ist natürlich schwierig. Hier drüben sind auch noch ein paar Zelte. Also man sieht auf jeden Fall, dass hier mal etwas Größeres war. Ein größeres Labor oder ähnliches. Also sie hatten hier wahrscheinlich überall Vorrichtungen drin. Aber nicht mehr. Eric Riggs. Finden wir auch mal lebende Fireflies? Ja, das ist eine gute Frage. Momentan sieht es nämlich irgendwie nicht danach aus. Aber was könnte denen denn zugestoßen sein hier? So richtig sagen kann man das ja nicht. Hier würde es hochgehen. Wo ist Ellie jetzt eigentlich? Da. Hier ist alles verbarrikadiert wie eine Festung. Dahinter könnte man eigentlich gut so ein Labor betreiben. Von dem Standpunkt aus betrachtet. Gehen wir weiter. Rutsch mal. Das wird wohl das Eingangstor sein. Jetzt muss man aber auch erstmal irgendwie da rankommen. Das könnten wir schieben auf jeden Fall schon mal. Das ist gut. Da ist auch eine Tür.
Vielleicht geht die auch auf. Könnte eine Messertür sein. Oder man kann sie gar nicht öffnen. Na gut. Hey, wie wär's da drüben? Ja, scheint der Eingang zu sein. Da oben. Gut gesehen, Ellie. Ist hier drüben vielleicht noch was? Nein. Und es würde mich auch sehr wundern, wenn wir beispielsweise Comics in dem Labor der Fireflies finden würden. Aber man weiß ja nie. Können wir das Tor vielleicht durchbrechen? Ja. Perfekt, das war okay, genügend Kraft. Nicht das, was ich wollte, aber es geht. Okay, hier ist auch nichts. Hm. Ein Emblem oder so. Kallus, warte hier. Wir kommen der Sache langsam näher. Okay, hier geht auch nichts. Das Einzige, was wir also tun können, ist auf den LKW und von dort aus in das Labor. Solarpaneele für den Strom. Und der Eingang, aber es ist zu still. Viel zu still. Okay, wir sind drin. Komm, Kleine, gib mir die Hand. Na bitte. Danke. Sehen wir uns um. Viel zu still. Wo sind sie? Vielleicht sind gerade alle zufällig im Kollektiv ausgeflogen. Aus welchen Gründen auch immer. Was haben wir in diesem Spind? 25 Scrap Material. Perfekt. Eine Werkbank, noch besser. Hier ist ja wirklich nichts mehr. Keine Dokumente oder irgendetwas, das darauf hinweisen würde, dass hier mal jemand war. Dass hier mal jemand geforscht hat. Von denen. 10... Pillen, okay. Was haben wir hier? Juhu! Fireflies! Euer Heilmittel ist hier! Seien wir leise, bis wir wissen, was hier los ist. Ja, ich wäre auch ein bisschen leise. Geh mal hier hinten lang. Ziemlich große Räume. Ah, öffnen. Okay. Lecture Room. Ah, na endlich, die nächste Werkzeugstufe. Perfekt. Und ein Trainingsbuch. Was für eins? Der Explosionsradius ist jetzt zweimal so groß. Nice. Die korrekte Verwendung eines Brandsatzes ist wichtig, um eine wirkungsvolle Detonation zu gewährleisten. Noch besserer Radius. Was haben wir hier sonst noch? Upp. Munition.
für den Flammenwerfer auch. Dann haben wir 50. Sehr schön. Wir können außerdem mal was craften hier. Das Messer schön. Jede Menge Pillen. Werkzeugstufe 4 ist ja schon mal ziemlich episch. 25 Pillen. Da können wir die Fertigungszeit bald verbessern, wenn wir möchten. Aber erstmal gehen wir was verbessern. Zuvor jedoch noch in diesen Raum. Vielleicht ist hier noch was drin. Ah, sehr gut. Dann verbessern wir mal ein bisschen was. Ah. Jetzt können wir das nehmen. Ich würde, wie gesagt, gerne das Jagdgewehr verbessern. Dann mal los. Zielfernrohr. Verbessert das Zielfernrohr, Magazinkappe. Oh, unbedingt. Und den Schaden. Noch mehr Streuung. Magazinkapazität, Zielgeschwindigkeit, Reichweite verbessern. Auch hier die Magazinkapazität, dann haben wir einen mehr. Ja, das war's erstmal. Jetzt können wir alle Waffen nachladen. Sehr schön. Shorty. Ist noch gleich. El Diablo ist aber anders. Da kann jetzt einer mehr rein. Auch erstaunlich, wie gut er sich mittlerweile mit Waffen auskennt, der Joel. Oh, den unbedingt nachladen. So. Folgen wir Ellie. Das war auf jeden Fall schon mal einiges wert. Auch, dass die Mollys jetzt verbessert sind. Es ist komplett verlassen hier. Aber wo sollen die Firefleiß denn sein? Was machen wir denn jetzt? Nichts Nützliches. Ist nichts außer medizinischem Krempel. Kapier's nicht. Sieht aus, als wären sie überstürzt geflohen. Vielleicht nicht alle davon. Bleib in meiner Nähe. Und geh am besten nicht vor. Aber sie tut es ja doch. Sind das Infizierte oder Menschen? Wobei Infizierte würden weniger versuchen, Geräusche zu vermeiden. Irgendjemand ist hier noch. Der will nicht entdeckt werden. Ganz schön groß hier. Keine Leichen. Das ist gut, oder? Es fragt sich, wo sie hin sind. Ja. Wirklich. Noch mehr Pillen. Wir gehen wie immer erstmal überall durch. Sehr gut. Hier haben wir nur Steine. Wer wirft den ersten Stein? Was ist hier? Flaschen. Medizinischer Krempel, wie Joel es so trefflich ausdrücken würde. Nichts.
Hier sind überall so Petrischalen. Bandmesser. Oh. Aufzeichnungsgerät aus dem Büro. Abspielen. Zwei weitere Wachen wurden getötet. Sie wollen gleich wieder über Sicherheitsmaßnahmen diskutieren. Unsere Ausrüstung ist hier. Unsere Daten sind hier. Alle haben sich daran gewöhnt, hier zu leben. Ich werde jetzt weiter testen. Diese Inkompetenz macht mich sonst noch verrückt. Von wem wurden die Wachen denn getötet? Von Infizierten oder von Huntern? Ist jetzt natürlich auch die Frage. Von hier kamen wir doch, oder? Nee, wir sind da lang gegangen, aber gut, das ist, führt zum gleichen Ding hier. Interessant, vielleicht finden wir ja noch mehr von diesen Aufzeichnungen. Es wäre gut, um zu verstehen, was hier los ist. Was haben wir hier? Oh, Revolvermunition. Man sieht auf jeden Fall aber, dass sie hier irgendwas akribisch gemacht haben. Wir haben jetzt 40. Heiltempo. Mist. Das sind dann wohl Klicker, ja? Nein, Klicker verstecken sich nicht. Warum ist denn das jetzt? Okay, das ist äußerst merkwürdig. Sind die hier irgendwo hinter uns? Aha. Röntgenbilder des Pilzes. Röntgenbilder des Pilzwachstums im Gehirn eines Patienten. Okay, das ist interessant. Sehr interessant. Das sieht wirklich bestialisch aus. Mach doch Licht an, Kleine. Du machst dir doch die Augen kaputt, Mensch. Dann läufst du hier bald mit einer Brille rum. Wie doof wäre das denn? Nein, keine Klicker. Firefly ist auch nicht. Tja, vielleicht sind sie beim Experimentieren zu Affen geworden. Untersuchen, wir werden was finden. Naja, wir müssen zumindest finden, wo sie hin sind. Da hier keine Leichen sind, sind sie ja auch nicht tot. Sie sind irgendwo hingegangen. Vielleicht haben sie für andere noch eine Nachricht hinterlassen, wo sie hingegangen sind. Sadie Pearly Hickman. Oh. Aufzeichnungsgerät aus dem Labor. Vier Perlen. Laborausrüstung verpackt und transportbereit. Tja. Die Frage ist, was passiert jetzt mit euch? Sie wollen die Infizierten einschläfern. Wie ich das finde? Scheiße ist das. Ihr habt euch mehr eingesetzt als sie, ja.
Wenn irgendwer die Feier trifft, dann hey, langsam. Ach, Mist. Oh nein. Oh nein. Der beißt. Oh mein Gott. Das klingt ja so, als hätten sie... Gut, dass wir die Affen nicht angefasst haben. Er hat nicht gesagt, wo sie sind. Ich weiß. Suchen wir weiter. Ich wollte gerade sagen. Das heißt, sie haben den Virus an den Affen ausprobiert und die haben gebissen. Tja, und dadurch haben sich wahrscheinlich auch einige angesteckt. Das heißt aber auch, dass sie irgendwo Infizierte sein müssten. Und eigentlich auch Leichen. Das ist ein wenig komisch. Da liegt wer. Wenn Sie die Fireflies suchen, sie sind weg. Was du nicht sagst. Ich bin tot. Bin es bald. Ich hatte Zeit, nachzudenken. Es gab Jahre, da schienen wir etwas zu... ganze Scheiße reine Zeit verschwenden. Das nicht mitmachen. Komm schon. Die anderen suchen. Sie sind im St. Mary Krankenhaus in Salt Lake City. Sie finden sie dort. Dabei, die Welt zu retten. Viel Glück damit. Weißt du, wo das ist? Ich kenne die Stadt. Ist es weit weg? Das ist ziemlich weit, vielleicht mit einem Pferd. Was? Sind es Fireflies? Deckung! Das sind leider keine Fireflies. Was sind das für Typen? Ganz egal. Wir haben ein Ziel. Machen wir, dass wir wegkommen. Wenigstens... wissen wir jetzt, wo die Fireflies sind? In Salt Lake City. Da dahin zu kommen, das kann ja mal was werden. Joel selbst sagte ja, es ist ziemlich weit. Sind diese Hunter uns vielleicht gefolgt? Wo bist du, Mistkerl? Scheiße! Miese Penner, ey. Jedes Mal wieder. Der ist noch nicht mal tot. Verdammt. Es klappt alles nicht. Na, heilen, schnell. Okay, machen wir das mit dem Gewehr. Hier ist ja direkt einer. Ist der dumm? Ja. Ja, er hat gesagt, ja, er hat gesagt, er ist dumm. Scheiße.
fuck, ey. Das ist wirklich übel. Ellie, los, Deckung! Ja! Wo denn? Da. Wo war der denn jetzt schon wieder? Wir müssen hier runter. Von oben. Wo sind sie? Diese Scheiß. Sehr geil. Also die Mollys enttäuschen nie. Wir tauschen jetzt mal eben auf die andere Pistole. Davon haben wir noch reichlich Munition. Oh fuck. Hör auf, so zu tun, als sei alles gut, Mann. Da ist keiner. Weiter. Joel, wie geht's dir? Es geht. Es geht. Kommst du durch das Fenster? Ja. Als ob es geht, okay. Mann. Du wurdest durchbohrt. Gott, komm schon hoch! Okay, du bleibst hier. Ich komme dann von der Seite. Ellie. Du hast meine Freunde getötet, Arschloch. Los, da. Bis auf die harte Tour. Du kleiner. Ich bin okay. Das bist du nicht, John. Und jetzt komm. Mach schon. Hier ist keiner. Schnell. Sie weiß auch überhaupt nicht, was sie tun soll. Man merkt ihre Hilflosigkeit total an. Nur weiter so. Oh Mann. Hier, halt dich fest. Nein. Kannst du laufen? Ja. Dann lauf doch auch. Los, komm. Da ist der Ausgang. Nur noch ein kleines Stück. Komm. Der Ausgang. Hey.
dir! Was? Ellie! Bleib stehen! Vorsicht! Oh Mist! Oh Mist! Joel! Hier! Steh auf! Leg den Arm um mich! Okay, wir gehen! Ich schwöre dir, wenn wir das schaffen, wirst du für mich singen. Träum weiter. Warte. Ich öffne die Tür. Lass mir Zeit. Los, komm. Scheiße. Als ob alles okay wäre, ey. Ich glaube, hier sind wir sicher. Es schneit. Joel? Joel! Scheiße! Joel! Hier! Ah. Steh auf, steh auf, steh auf! Sag mir, was ich tun soll! Komm schon! Jetzt steh schon auf! Joel! Damit endet der Herbst. Wir sind im Winter.